Dressage hier im Rathaus St. Leon Roth. Ich stehe hier mit Herrn Dr. Eger, dem Bürgermeister, und mit Herrn Sven Reinhut. Und zwar ist heute die Übergabe der Werke, Herr Dr. Eger. Ich freue mich sehr, dass Sie sich für dieses Werk entschieden haben zum Kauf. Ein sehr schönes Werk. Und der Herr Sven Reinhut hat sich für das Werk Love at Peace da drüben entschieden. Ja, ich fand es toll, dass wir wieder eine Ausstellung hier im Rathaus hatten. Dieses Mal habe ich mich für dieses Werk entschieden. Ja, und mal schauen, ich weiß noch nicht genau, wo ich es hinhänge, aber ich denke, es wird den richtigen Platz finden. Ist von der Farbe ganz toll und lockert auch die Atmosphäre ein bisschen auf. Und ich fand es toll, dass die Ausstellung hier jetzt 4 Wochen war. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat es auch gefreut, mal wieder ein bisschen Abwechslung in den Flurgängen und im Rathaus. Und ja, auch Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre Tätigkeit und dann auch noch viel Erfolg und hoffentlich viele Käufer dann. Ja. Also. So. So. Viel Erfolg. So. Was ist das für Sie? Das ist ein Echtheitszertifikat. Toll, das ist wirklich wunderbar. Sehr schön. Also ich habe auch, eine Peace-Pfeife gemalt, eine Friedenspfeife, genau. Genau. Peace-Pfeife. Klar, cool. Top. Also mal sehen, man kann es sich noch verbessern. Nicht so. Super. Okay, vielen Dank. Ja, bitte. Auch die Gemeinde St. Leon Roth als alte Tabakgemeinde. Ja. Ja. Jetzt waren wir erst jetzt wieder für Spargel mehr bekannt, aber früher Tabakkulturen. Okay. Also, soll ich gleich ins Museum einliefern? Ja, zumindest dann, wenn Sie es irgendwann nicht mehr wollen. Das ist ein Exponat, das wir dann gerne noch mit integrieren. Ja. Ich habe auch noch hier was mitgebracht, aktuell, aus aktuellem Anlass, weil ich weiß, dass du für den kleinen Prinz praktisch mal ausgeschnitten aus dem. Vielen Dank. Ich danke auch. Dankeschön. Auch an Sie. Dankeschön. Ja. Danke. Danke.